Ja, hallo ihr Lieben, ich bin ja weiter in meinem neuen Berg-Bummi-Ziel hier. Ich muss sagen, erstmal vorab, bevor wir auf das Thema eingehen hier, dass ich hatte schon geschrieben, ich habe ja auch versucht, mir das hier so ein bisschen zu investieren. Ich hatte einfach wohnungstechnisch, waren die letzten Monate einfach totale Vollkatastrophe bei mir, ganz schlimm. Und es ist doch noch scheinbar irgendwie, also alles weiß ich noch nicht, weil das nicht alle Konflikte noch nicht beendet sind, aber es ist doch irgendwie echt, sieht so aus, als wenn es nicht ganz schlecht gelaufen wäre für mich hier. Und ja, vielleicht sollte man manchmal einfach mehr Vertrauen haben, dass sich Dinge irgendwie gut entwickeln. Auf jeden Fall habe ich echt eine absolute Traumwohnung hier. Also es ist einfach, naja, so, ich muss jetzt wieder auf die Piste, mein Sohn ist da und wird mich wieder fordern bis zum letzten auf irgendwelchen eisigen Pisten hier in den Bergen und ach Gott, ey, naja. ja, wir wollten mal drüber reden. Vielleicht kennst du das auch, dass du datest und du triffst auf Leute, die sagen, ja, mein Ex war ein Narzisst oder mein, wenn du ein Mann, also ist ja auch egal, Mann, Frau, Queer Dating, wurscht, oder du triffst auf jemand, der sagt, meine Ex war meine Psycho-Ex, irgendwie total verrückt und so, ne? Und ja, also für mich war das früher so, als ich das ein bisschen gerafft hatte, dass ich selber in wirklich sehr schwierigen Beziehungen war, wo ich natürlich auch, ja, wo man natürlich auch da kommen wir jetzt gleich drauf zurück aufs Thema, wo man natürlich auch überlegen muss, was war denn mein Anteil da dran so? Und wenn es nur ist, warum bin ich da so lange dran geblieben? Als ich das früher so gedacht habe und ich hatte dann auch wieder gedatet und bin auf so Menschen gestoßen, dachte ich, ach, das ist ja prima, das sind doch bestimmt jetzt auch so Ex-Plus-Pole, die auch an sich gearbeitet haben und die haben vielleicht das gleiche erlebt wie man selbst irgendwie und weit gefehlt. Also gerade die Menschen, die so rumschreien, mein Ex war ein Narzisst, weisen sich häufig als auch schwierige Persönlichkeiten aus. Also natürlich nicht immer, aber also jetzt überhaupt nicht immer, ne? Gar nicht immer. Gibt sicherlich auch, dass jemand wirklich, ja, ganz ruhig an sich hat eine blöde Beziehung gelebt, hat ganz ruhig an sich gearbeitet und sagt dann, ja, ich glaube, das war irgendwie Narzisst, keine Ahnung, okay, das gibt's natürlich auch, aber sagen wir noch mal ehrlich, so oft wie man das hört, so viele Narzissten kann es gar nicht geben und so viel Psycho Echsen oder Narzisstinnen kann es auch nicht geben, das kann einfach nicht sein. Sorry, ne? Und vor allen Dingen, wenn man auch so Leute privat kennt, wo man weiß, wie sehr im Ego die selber sind, und wenn man von denen dann hört, ja, mein Ex war ein Narzisst und was weiß ich, mein Ex war eine Narzisstin, boah, dann denkt man sich schon, ist ja auch auf Social Media, denke ich auch, die Leute, die oft am meisten rumschreien, alle sind Narzissten, alle sind schwierig, die irgendwie 500 Videos machen, wie der Narzisst atmet, wie der Narzisst sein Käppi aufsetzt, wie der Narzisst Motorrad fährt, wie der Narzisst. Ja, ist das nicht auch komisch irgendwie so? Und ja, wie gesagt, also es kann natürlich sein, aber es ist, und ich glaube, es sehen viele mittlerweile so, für viele ist es mittlerweile ein Red Flag, wenn sowas gesagt wird, weil das ist eine, das zeigt halt vor allen Dingen auch eins, dass man vielleicht die letzte Beziehung nicht aufgearbeitet hat und vielleicht eigene Anteile nicht angeschaut hat, weil mittlerweile, ich weiß nicht, aber ihr müsst auch mal in so und so vorangehen, wenn ihr dann so seht, wenn Leute beschreiben, was passiert ist, nämlich manchmal einfach gar nichts, manchmal ist einfach jemand, ach, ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein, ich gehe jetzt. Und das nächste ist dann, ja, ich glaube, es war ein Narzisst irgendwie. Also, das mittlerweile ist es für mich so ein Synonym geworden für, irgendwas ist schlecht gelaufen. Der andere ist schuld. Weil wenn man sagt, der andere ist ein Narzisst, dann ist man ja fein raus. Das ist ja ein Irrer irgendwie. Also nicht ich sag das jetzt, also es ist ja irgendwie, der hatte ja ein mentales Problem. Ich bin Opfer geworden, kann gar nichts dafür und also man, wenn man Opfer wird, kann man auch nichts dafür, aber ich kann auch nichts dafür, dass ich so lange in einer Beziehung war und das, ja, das heißt eben auch, meinen Anteil habe ich mir wahrscheinlich nicht angeguckt, weil sonst würde ich das nicht so platt sagen, ne? Sonst würde ich vielleicht sagen, aber ich war in einer toxischen Beziehung und habe daraus gelernt für mich, habe gemerkt, oh, ich habe ja war da ganz co-abhängig und habe irgendwie viel zu lange mitgemacht und mir eine ganze Menge bieten lassen, so. Und es heißt auch, dass man sich vielleicht auch eigene, gibt es ja auch manchmal, eine eigene Täteranteile vielleicht auch nicht angeguckt hat, weil das kann doch nicht sein. Also, weil
Ich habe neulich so ein witziges Reel gesehen, wo da der eine sagt, ey, mein Ex war eine Psycho-Ex und der, mein Ex war auch eine Psycho-Ex und dann rufen sie ihre Freunde an, alle sagen, ja, mein Ex war auch eine Psycho-Ex. Es kann ja nicht sein, dass immer die Leute, die sich so äußern, dass das die Lieben sind. Und wir sind aber umgeben von einem Meer von Narzissten und Psycho-Exen und alle sind immer nur die Opfer. Das kann einfach so, wie soll ich mal sagen, das kann einfach so mathematisch, kann das irgendwie nicht aufgehen, ne? Also von daher, wenn ihr das hört, na, das kann natürlich alles so sein, aber ja, wir wissen ja auch die Pluspole in toxischen Beziehungen können selber ganz schön schwierig sein. Also wenn ihr sowas hört, einfach so ganz platt, ja, mein Ex war ein Narzisst und davor war auch ein Narzisst und alle sind Narzissten und oder alle meine Exen sind Psycho-Exen und alle verrückt und borderline und ja. Ist vielleicht auch gemahnt, vielleicht zu einer gewissen Vorsicht beim Dating, weil du bist in großer Gefahr, dass du der nächste Narzisst bist, also als der nächste Narzisst betitelt wird oder als die nächste Psycho-Ex, so, ne? Das ist halt das große Problem, also die Gefahr, dass man da selber einsortiert wird. Also das ist ja auch wieder dieses Drama-Dreieck. Vielleicht verlinke ich das Video hier auch nochmal zu. Das Drama-Dreieck ist ja immer Täter, Opfer, Retter, ne? Also du denkst, du bist der Retter. Du denkst jetzt, ich bin jetzt aber der nette Mann, der hier datet. Also der letzte Mann war Narzisst, aber ich bin ja kein Narzisst und ich, ja, ich bin jetzt hier ganz nett und date diese Frau und dann wird alles gut werden. Nee, sehr wahrscheinlich, sobald irgendwas schief geht, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du als Narzisst betitelt werden wirst oder als Psycho-Ex oder was auch immer, ne? Ja, ist eigentlich traurig. Also, wie gesagt, natürlich gibt's das alles und Menschen sind mit Narzissten zusammen, Menschen sind mit volatilen Frauen zusammen. Es passiert natürlich alles, aber was du dir eigentlich wünschst, wenn du Leute kennenlernst, dass die ein bisschen mehr zu ihren Ex-Beziehungen sagen. Also was ich vertrauenserweckend finden würde, wenn jemand sagt, ja, ich war in einer schwierigen Beziehung, aber ich habe auch meinen Anteil da dran gesehen, habe ich dran gearbeitet und boah, das und das will ich jetzt anders machen und habe mich da weiterentwickelt. Das würde ich viel vertrauenserweckender finden als irgendwie so eine pauschale Aussage. Ja, alles Narzissten. Also ich kann das Wort mittlerweile auch sagen, sag ich auch ganz ehrlich, ich kann es fucking nicht mehr hören. Ich kann diese ganzen Begriffe nicht mehr hören. Also man, die Welt wird ja scheinbar immer oberflächlicher, aber irgendwann müssen wir uns auch mal, also du kannst es auch im Außen nicht lösen. Du kannst wirklich, selbst wenn du mit schlimmsten Narzissten der Welt zusammen warst und du wirklich nichts gemacht hast, was irgendwie fragwürdig war in der Beziehung, musst du dir doch mindestens überlegen, was sind meine Anziehungspunkte gewesen, ne? Was sind meine Anziehungspunkte gewesen? Warum war ich da so lange drin? Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich auf Red Flags nicht geachtet? Warum suche ich vielleicht selber Drama? Ich weiß auch nochmal gerne hin auf meinen Dramakurs. Der geht ja auch, glaube ich, im Januar oder Februar wieder los. Warum bin ich selber Drama? Bin ich nicht vielleicht selber ein bisschen Drama-addicted? Mal ganz ehrlich. Bin ich nicht selber auf der Suche nach, ohne das zu wissen vielleicht, unbewusst auf der Suche nach volatilen, liebessüchtigen Beziehungen, um meinen Kick zu kriegen, irgendwie an meinen körpereigenen Hormonen? Ja, müsste ich nicht vielleicht meine eigene Pluspoligen, People Pleaser, kommt ja auch jetzt, gibt es einen Frühbucherpreis, meine People Pleaser-Anteile untersuchen. Und mal ganz abgesehen davon, dass wenn man selber mal die machtvollere Position in der Beziehung hat, ja, bist du dir so sicher, dass du keinen Scheiß baust? Ja, alles Sachen, die man, dafür sind alle, man, wir sind alle nur Menschen. Und mehr, ich finde, man kann von niemandem Perfektion verlangen, wirklich nicht. Also das Einzige, was ich mir wünschen würde, das wäre auch wahrscheinlich Thema für mein Weihnachtsvideo, das Einzige, was ich mir wünschen würde, dass Menschen einfach ein bisschen zurückhaltender sind und sagen, ja, ich weiß nicht genau, also ich habe eine blöde Beziehung gelebt, ich weiß nicht genau, was meine Rolle ist, ich weiß nicht hundertprozentig, was die Rolle des anderen ist, ich werde mir das in Ruhe angucken, ich werde das in Ruhe analysieren, ich werde versuchen, meine Schlüsse daraus zu ziehen, ohne in so ein Schwarz-Weiß Denken zu fallen. Das würde ich mir wirklich wünschen fürs nächste Jahr von allen. Das kannst du natürlich auch auf Politik hochbrechen oder auf internationale Konflikte irgendwie. Letztlich ist es immer das Gleiche so, ne? Ja, also in diesem Sinne, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Zieht euch gerne noch den
Fürs nächste Jahr geht es ja los mit Anti-Drama-Kurs, Selbstliebe-Challenge. Glaube ich, alles Januar, Februar. Selbstbehauptungs-Challenge. Und dazu passt eben auch der neue People-Pleaser-Kurs. Und eins kann ich euch sagen: Ich nenne ja immer so People-Pleasing die Toxik des Pluspols. Auch wenn du meinst, du bist ganz nett, ganz nett, ganz nett, ganz nett und du bist so impulsiv immer nett. Irgendwann rastest du vielleicht auch aus wegen dieser ganzen Nettigkeit und in dem Moment erleben dich vielleicht andere auch als schwierig. Food for thought. Ich gehe jetzt raus in den Schnee und wir sehen uns mal wieder. Ciao, ihr Lieben.